Also Sie sagen, es beunruhigt mich. Im Zweifel muss es auch recht wehtun. Was ist das? Was ist das? Ich tippe auf eine sprechende Riesenratte. Damit man sein Verhalten ändert, dass man dann tatsächlich ein E-Auto kauft. Nein, es muss die Möglichkeit geben, dass jeder sozusagen, der will, sich ein E-Auto leisten kann. Dafür brauchen wir Einnahmen. Die Einnahmen nehmen wir aus dem CO2-Preis. Im Ernst? Das ist etwas, was wir fordern von der Union und von der FDP. Höre ich immer nur CO2-Preis, CO2-Preis, CO2-Preis. Halt bitte die Luft an. Und keine weiteren Maßnahmen, aber so funktioniert das nicht.